Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video und im heutigen Video geht es um den traurigen Fall von Lauren Giddings. Lauren Theresa Giddings wurde am 18. April 1984 in Tacoma, Maryland, als die Tochter von William oder Bill und Karen Giddings geboren. Zusammen mit ihren Schwestern Caitlin und Sarah wuchs sie in Laurel in Maryland auf. Ihre Familie gehörte dem katholischen Glauben an, sie waren Mitglieder der Gemeinde der St. Mary of the Mills Catholic Church und Lauren ging wohl auch auf die St. Mills School vom Kindergarten bis zur 8. Klasse. Dann ist sie zur Highschool gegangen. Sie hat 2002 ihren Abschluss gemacht mit recht guten Noten und ist während ihrer Zeit dort wohl auch sehr positiv aufgefallen, dadurch, dass sie auch recht sportlich gewesen ist. Sie hat unter anderem Field Hockey gespielt und Softball. Lauren war schon in der Schule sehr beliebt. Das lag mitunter daran, dass sie einfach eine sehr warme, freundliche Person war, dass sie eigentlich jeden irgendwie mit einbezogen hat und sie war wohl, wenn man sie dann auch näher kennenlernte, eine unglaublich gute Freundin. So gut, dass sie ihre beiden besten Freunde aus der Grundschule, Kate und Laurie, ihr Leben lang hatte. Die haben die ganze Zeit weiter Kontakt gehalten. Auch als Lauren dann 2002 nach Georgia gezogen ist, um hier dann ans College zu gehen, haben sie weiterhin Kontakt gehalten und ja, beide sagen von ihr, dass sie einfach ein unglaublich liebevoller, großartiger Mensch gewesen ist, der immer darauf bedacht war, ja, alle so mit einzubeziehen, niemanden außen vor zu lassen und auf jeden einzugehen. 2006 machte Lauren dann ihren Abschluss vom Agnes Scott College in Georgia. Hier hatte sie Politikwissenschaften studiert und sie ist dann erstmal nach Washington gegangen und hat hier beim National Center for Public Policy gearbeitet. Eigentlich hatte sie wohl geplant, nach ihrem College-Abschluss sich dann ein bisschen mehr auf die Richtung Medizin zu konzentrieren und da möglicherweise sich für einen Uniplatz zu bewerben. Aber sie hat sich dann doch dazu entschieden, dass sie Jura studieren wollte. Und sie hat sich 2008 dann auch eingeschrieben an der Mercer University's Walter F. George School of Law. Und hier hat sie sich auch sehr dadurch hervorgetan, dass sie so viel gelernt hat und dass sie gute Noten bekommen hat. Aber sie hat sich auch abseits von ihren Kursen viel eingesetzt. Unter anderem war sie President of the Federalist Society. Das ist ein Zusammenschluss aus Studenten quasi und war hier auch super aktiv. Auch hier hat sie viele Freunde gefunden, weil sie so ein extrovertierter Mensch war und weil sie auch, wenn sie irgendwas Schlechtes über jemanden gehört hatte oder jemand von ihren Freunden gesagt hat, diese Person verhält sich komisch oder kommt mir komisch vor, dann ist sie trotzdem immer auf die Leute zugegangen, weil sie immer an das Gute in den Leuten geglaubt hat und immer der Meinung war, dass sie vielleicht auch einfach falsch verstanden wurden oder ihr Verhalten falsch interpretiert wurde. Und ja, dadurch war sie auch dort unglaublich beliebt, wie gesagt. Am 14. Mai 2011 hat sie dann ihren Juris-Doktor gemacht. Das ist wohl vergleichbar mit der ersten juristischen Prüfung hier in Deutschland, wenn man hier Jura studiert. Und ja, hat sich dann auch direkt weiter hinter ihr Studium geklemmt. Sie wollte wohl unbedingt Strafverteidigerin werden später. Und ihre Familie hat sie da auch sehr gesehen. Sie hat da wirklich ihre Passion gefunden in diesem Studium und war sehr ambitioniert, es da weit zu bringen. Und es sah auch sehr danach aus, als könnte sie das alles erreichen, was sie sich vorgenommen hatte. Im Juni 2011 war Lauren 27 Jahre alt und lebte in Macon in Georgia in einem Apartmentkomplex. Sie hatte schon seit einiger Zeit eine Beziehung mit einem Mann mit dem Namen David Vandiver und die beiden hatten sich wohl kennengelernt, als sie gerade ein Praktikum gemacht hatte in einer Anwaltskanzlei, in der er auch arbeitete. David war 10 Jahre älter als sie und die beiden haben sich direkt sehr gut verstanden und sind dann eine Beziehung eingegangen. Der Altersunterschied schien für Lauren keine Rolle zu spielen, aber von ihm wie auch von all ihren Freunden und ihrer Familie hat sie sich dann im Juni 2011 ein bisschen zurückgezogen, denn sie musste lernen, sehr viel lernen, für das sogenannte Bar Exam, die Anwaltsprüfung, eine der wichtigsten Prüfungen in ihrer Karriere quasi. Und darauf hat sie sich sehr intensiv vorbereitet. Sie war, wie gesagt, sehr ambitioniert, hat das unglaublich ernst genommen und wollte deswegen keinerlei Ablenkungen haben oder relativ wenig Ablenkungen haben. Sie hat sich trotzdem immer mal mit Freunden getroffen, aber sie hat halt einen aus ihrem Umfeld gesagt, wenn ich mich mal ein paar Tage nicht melde oder es länger dauert, bis ihr was von mir hört,
dann liegt es daran, dass ich gerade lerne. David war das Wochenende rund um den 26. Juni 2011 ohnehin nicht in Georgia. Er war in Kalifornien zusammen mit Freunden. Und deswegen haben er und Lauren dann einfach per E-Mail Kontakt gehalten. Wie gesagt, Lauren hatte also schon angekündigt, dass sie sich ein bisschen zurückziehen wollte. Doch am 29. Juni fiel unabhängig voneinander zunächst einigen Leuten aus ihrem Umfeld auf, dass sie schon seit mehreren Tagen nichts von ihr gehört hatten. Und auch wenn Lauren gesagt hatte, dass sie nicht viel Zeit hatte, um quasi sich auszutauschen mit allen, hat sie doch trotzdem immer mal wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben, aber das letzte war schon einige Tage her. Das bemerkte nicht nur Katie, ihre beste Freundin aus Maryland, sondern auch ihre Schwester Caitlin. Die beiden haben dann miteinander Kontakt aufgenommen, haben sich kurzgeschlossen darüber, dass beide länger nichts von ihr gehört hatten und dass sie sie auch nicht erreichen konnten und haben dann angefangen, bei dem Rest von ihren Freunden und auch bei ihrer Familie nachzufragen, nur um festzustellen, dass seit Tagen niemand etwas von Lauren gehört hatte oder sie gesehen hatte. Das letzte Mal, dass Lauren wirklich Kontakt mit ihren Freunden gehabt hatte, war am Freitag, den 24. Juni. Da sind sie alle zusammen etwas trinken gegangen, sind in eine Bar gegangen, haben ein bisschen Musik gehört und einfach mal versucht, diesen ganzen Prüfungsstress ein bisschen auszublenden für einen Abend und sich ein bisschen zu entspannen. Sie hat dann an diesem Abend bei einem Freund geschlafen, ist da früh am 25. los, ist anscheinend auch noch in den Macon Country Club gegangen und hier schwimmen gegangen und hat sich da noch ein bisschen entspannt. Sie selbst war kein Mitglied des Country Clubs, ihr Freund David aber schon und er hatte wohl ihr seine Mitgliedskarte gegeben, während er in Kalifornien war, damit sie sich dort ja ab und an mal ein bisschen entspannen konnte und ein bisschen Abstand nehmen konnte vom ständigen Lernen. Danach soll sie noch zum Laden einer Fastfood-Kette gefahren sein, hat sich hier etwas zu essen geholt und das ist das letzte Mal gewesen, dass jemand von ihr gehört hatte. Unter den Leuten, die sich Sorgen gemacht haben um Lauren, waren nicht nur ihre Schwester Caitlin und Katie, die beide viele Kilometer entfernt gewesen waren zu diesem Zeitpunkt, sondern auch Freunde unmittelbar vor Ort, unter anderem eine Freundin mit dem Namen Ashley Morehouse, die sich dann mit anderen Freunden und Bekannten zusammengetan hat, um zu Laurens Haus zu fahren und zu sehen, ob sie da war, ob alles in Ordnung war. Sie haben geklopft, aber niemand öffnete ihnen die Tür und auch auf Rufen hat niemand geantwortet. Seltsam war jedoch, dass Laurens Wagen, ein Mitsubishi Gallant, immer noch vor der Tür stand. Deswegen hat Ashley dann Caitlin angerufen und ihr erzählt, dass ihre Schwester die Tür nicht öffnete. Sie haben sich dann darauf geeinigt, nach dem Ersatzschlüssel zu suchen, den Lauren immer irgendwo vor der Haustür versteckt hatte und sie haben ihn dann schließlich gefunden und sich Zugang zur Wohnung verschafft. In der Wohnung selbst gab es keinerlei Anzeichen von Lauren. Es gab auch keine Anzeichen dafür, dass es eine Auseinandersetzung oder einen Einbruch gegeben hatte. Und all ihre persönlichen Gegenstände, ihre Handtasche, ihr Portemonnaie, ihre Schlüssel, ihr Handy, alles war noch da. Und deswegen haben sich ihre Freunde dann schließlich dazu entschieden, die Polizei zu rufen, denn das war nicht Laurens Art. Sie hätte niemals das Haus verlassen, ohne all diese Dinge mitzunehmen. Allgemein einfach so zu verschwinden, ohne sich bei ihren Freunden zu melden. Das Ganze wirkte auf sie einfach nicht richtig. Es war beunruhigend für sie und deswegen haben sie dann die Polizei kontaktiert, die wenig später vor Ort war. Es wurde wohl erstmal nur ein Streifenpolizist vorbeigeschickt, der auch feststellte, dass die Wohnung relativ unspektakulär aussah. Also es sah nicht so aus, als hätte es hier, wie gesagt, einen Kampf oder einen Einbruch gegeben. Dennoch war es natürlich seltsam, dass so lange niemand etwas von Lauren gehört hatte und dass all ihre Sachen noch vor Ort waren. Das heißt, es wies auch nichts darauf hin, dass sie sich jetzt wegen des Prüfungsstresses zum Beispiel für ein paar Tage abgesetzt hatte. Laurens Handy, das sich wie gesagt noch in der Wohnung befand, hatte keinen Akku mehr und wurde dann erst einmal ans Ladekabel angeschlossen. Sobald man es anschalten konnte, stellte man jedoch fest, dass sie keinerlei Anrufe mehr getätigt hatte oder SMS geschickt hatte seit Samstag, seit dem 25. Juni. Es war nun aber schon, wie gesagt, der 29. Juni, Mittwoch. Das heißt, 4 Tage lang hatte man von Lauren absolut kein Lebenszeichen. Und deswegen sah die Polizei sich dann auch gezwungen, relativ schnell da zu handeln. Es wurde dann auch eine Vermisstenanzeige aufgegeben und man hat sich dann Laurens Wohnung noch einmal genauer angesehen. Denn auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussah, als hätte sich hier ein Kampf oder sogar eine Straftat abgespielt, sollte man dann später bei genaueren Untersuchungen bald das Gegenteil belegen können. Man hat dann nämlich bei einer genaueren forensischen Untersuchung der Wohnung Luminol gesprüht. Das ist eine chemische Substanz, die quasi dafür sorgt, dass auch winzig kleine Blutspuren noch sichtbar werden können. Das heißt, selbst wenn jemand sauber gemacht hat,
kann man das immer noch nachvollziehen im Idealfall. Und man hat dann in Laurens kompletter Wohnung an den Wänden, auf dem Boden, überall dieses Luminol gesprüht, um zu gucken, ob sich hier noch irgendwo Rückstände finden ließen. Und man fand Rückstände, einige davon, in Laurens Badezimmer. Man fand wirklich überall am Boden, an den Wänden, in der Badewanne diese Reaktion vor. Man fand dort Rückstände von Blut. Und nun war den Ermittlern klar, dass etwas Schlimmes sich in Laurens Wohnung ereignet haben musste, dass hier ein Verbrechen vorlag und dass sie hier nicht mehr nur einen Vermisstenfall vor sich hatten, sondern potenziell einen Mordfall. Sie haben dann die komplette Wohnung abgesperrt und auch angefangen, natürlich Laurens Freunde und Kommilitonen zu befragen, um herauszufinden, wer möglicherweise ein Motiv gehabt hätte, der jungen Frau etwas anzutun. Doch zunächst gab es da nicht wirklich irgendwelche Anhaltspunkte, denn wie gesagt, Lauren war sehr beliebt, ein sehr warmherziger Mensch, jemand, der immer wirklich auf jeden Außenseiter auch zugegangen ist, jeden versucht hat, irgendwie mit einzubeziehen. Und niemand konnte sich wirklich vorstellen, zunächst, wer ihr etwas hätte antun können. Diese ersten Ermittlungen im Fall von Lauren Giddings dauerten nicht besonders lange an. Wie gesagt, am 29. Juni kamen ihre Freunde zu dem Entschluss, nach ihr zu sehen, weil sie lange nichts von ihr gehört hatten, haben dann festgestellt, dass sie nicht in der Wohnung war. Die Polizei kam am 30. Juni, am Donnerstag, hat man dann direkt mit den Ermittlungen angefangen, Suchen durchgeführt, Leute befragt und einige Ermittler befanden sich auch immer noch an diesem Apartmentkomplex, unter anderem, um andere Apartments zu durchsuchen und eben Anwohner zu befragen. Und als zwei von den Beamten dort an dem Apartmentkomplex standen, auf der linken Seite des Apartmentkomplexes, in der Nähe der Mülltonnen und der Windsicht drehte, stieß ihnen auf einmal ein unverwechselbarer Gestank in die Nasen. Sie sind dann zu diesen Mülltonnen gegangen, um nachzuschauen, was jetzt folgt, ist wieder etwas, was potenziell verstörend sein könnte. Also wenn ihr euch solche Berichte über Funde von Leichen zum Beispiel nicht genau anhören wollt, wenn ihr es in diesem Fall nicht genau hören wollt, dann werde ich euch hier einen Zeitstempel wieder reinpacken, dass ihr das Ganze überspringen könnt. Als sie die Tonnen öffneten, sollte sich ihr erster Verdacht leider direkt bestätigen. Sie fanden in Plastiktüten eingewickelt den abgetrennten Oberkörper von Lauren Giddings. Nach Tests ließ sich feststellen, dass es die unvollständige Leiche von Lauren Giddings war. Es war wirklich nur der Oberkörper, der Kopf war abgetrennt worden, ihre Arme, ihre Beine. Lauren war offensichtlich nach ihrer Ermordung zerstückelt worden und man hat auch in den anderen Mülltonnen keine weiteren Bestandteile ihrer Leiche, keine weiteren Körperteile von Lauren finden können. Wenn die Müllabfuhr an diese Tonnen rangekommen wäre, was sie nicht gekommen ist, weil die Ermittler quasi schon ihre Polizeiautos dort stehen hatten, dann wäre dieser Teil von Laurens Leiche wahrscheinlich abgeholt worden und vielleicht wäre Lauren heute immer noch einfach als eine vermisste Person gelistet und ihr Fall wäre nie gelöst worden. Es war also wirklich absoluter Zufall, dass die Ermittler dort so standen, dass ihnen der Geruch so entgegenkam und wie gesagt, dass der Müll überhaupt nicht erst abgeholt werden konnte. Einer der Ermittler sollte später sagen, dass er sich zu dem Zeitpunkt, als man Lauren fand, klar geworden ist, dass sie es mit einem Monster zu tun gehabt hätten. Ich habe euch ja gesagt, dass direkt zu Beginn der Ermittlungen Leute befragt wurden und dass sich eigentlich niemand vorstellen konnte, dass jemand einen Hass auf Lauren gehabt hätte, dass jemand in Konkurrenzkampf mit ihr stand, einen Streit mit ihr gehabt hätte und ihr deswegen irgendetwas angetan hätte. Das stimmt zwar, doch das heißt nicht, dass es rund um Lauren nicht auch seltsame und gruselige Ereignisse gegeben hätte. Denn schon seit Wochen hatte sie das Gefühl, dass jemand sie beobachtete. Und noch viel schlimmer, sie hatte das Gefühl, dass es jemanden gab, der sich ab und zu, wenn sie nicht da war, Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffte. Es waren am Anfang wohl nur kleine Dinge. Sie hatte ihre Wäsche an den einen Punkt gelegt und dann lag sie auf einmal woanders. Oder also so kleinere Sachen, die wahrscheinlich jeder in seinem Alltag mal hat, dass man denkt, das habe ich da nicht hingelegt, das ist irgendwie komisch. Und normalerweise
tut man das einfach ab. Aber bei Lauren war es irgendwann so häufig so, dass sie sich relativ schnell sicher war, dass etwas Seltsames vorging. Sie ist dann wohl so weit gegangen, dass sie sich einen Doorjammer geholt hat. Quasi eine Version von einem sehr schweren Türstopper aus Metall, den sie dann nachts vor ihre Tür gemacht hat. Sie hat auch oft bei Freunden übernachtet. Ich habe euch ja schon gesagt, vom 24. auf den 25. Juni zum Beispiel hat sie bei einem Freund übernachtet, weil sie sich in der Wohnung einfach nicht mehr wohlgefühlt hat. Sie selbst hat nie jemanden dort in der Wohnung gesehen oder erwischt, aber eine Freundin hatte ihr mal berichtet, dass sie auch jemanden gesehen hatte, der vor dem Apartmentkomplex da in der Nähe von Laurens Fenstern quasi rumgelungert hat. Und ja, sie hat sich einfach unglaublich unwohl dort gefühlt und hat dann deswegen sich auch eine neue Wohnung gesucht. Eigentlich wäre wohl auch Ende Juni dann ihr Mietvertrag ausgelaufen, also sie wäre dann ausgezogen und hätte sich eine neue Wohnung gesucht und wäre dort endlich weggekommen. Doch kurz vor diesem lang ersehnten Umzug ist Lauren gestorben. Irgendjemand hätte ihr etwas angetan, irgendjemand hatte sie offensichtlich gestalkt. Das ließ sich auch herauslesen aus einer E-Mail, die Lauren noch am 25. Juni an ihren Freund David geschrieben hatte. Sie hatte ihm da unter anderem erzählt von einem Bekannten, der ihr komische Fragen gestellt hätte über ihre Beziehung. Also das wäre einfach ein seltsames Gespräch gewesen. Und dann hat sie nochmal erwähnt, dass sie wieder das Gefühl gehabt hätte, dass jemand in ihrer Wohnung war. Hat das dann wohl aber auch so ein bisschen versucht abzutun, vielleicht auch, um sich selbst zu beruhigen. Aber es war, wie gesagt, nichts, was ihr jetzt zum ersten Mal aufgefallen war oder was sie zum ersten Mal erwähnt hätte, sondern sie hat das Freundinnen und Freunden gegenüber immer wieder gesagt, auch Familienangehörigen. Und alle haben gesagt, Lauren, du musst da raus, wenn du dich wirklich nicht wohlfühlst, dann lass das Ganze einfach hinter dir. Das war der Plan gewesen, aber sie hat es leider nicht geschafft. Die Frage der Ermittler war nun ziemlich eindeutig, wer war irgendwie auffällig gewesen. Wer hätte Lauren das antun können? Sie hatte sehr viele Kontakte. Wer davon war auffällig? Und viele Kommilitonen und Freunde von ihr wussten direkt jemanden, den sie dort nennen konnten. Stephen McDaniel. Stephen McDaniel hatte mit Lauren zusammen sein Studium dort begonnen, an der Mercer University. Er lebte mit ihr im gleichen Apartmentkomplex und sie waren auch im Abstand von wenigen Wochen zueinander eingezogen dort. Er war auch mit Lauren zusammen in der Federalist Society. Allgemein hat Stephen auf die Leute sehr seltsam gewirkt. Er war nie jemand, der so richtig reingepasst hat. Und viele der anderen Studenten haben sich wohl recht schnell von ihm abgewandt. Auch seine ehemaligen Mitbewohner haben sich recht schnell von ihm abgewandt. Ich werde gleich nochmal genauer auf Stephen selbst eingehen. Aber Lauren hat wohl immer ihren Teil getan und hat versucht, auf ihn zuzugehen. Hat freundlich mit ihm geredet, hat ihn wohl auch hier und da mal eingeladen, wenn irgendwie alle was zusammen gemacht haben, dass er dazukommen konnte. Aber so richtig eng mit ihm befreundet war sie jetzt auch nicht. Sie hat halt wirklich versucht, einfach irgendwie ja, ihn mit einzubeziehen. Stephen hatte sie wohl einst auch gefragt, ob sie mit ihm ausgehen wollte und sie hat das Ganze dann höflich, aber deutlich abgelehnt, weil sie auch einen Freund hatte und wohl auch grundsätzlich, was das anging, nicht an Stephen interessiert war. Freunde und Bekannte sollen oft zu ihr gesagt haben, dass sie vielleicht besser gar nicht mehr mit ihm reden sollte, weil sie ihn für seltsam und für gefährlich hielten. Und Lauren hat darauf wohl einmal lachend geantwortet, dass wenn er wirklich gefährlich wäre, dass sie dann wohl die letzte Person sein müsste, die sich Sorgen machen müsste, weil sie die einzige war, die wirklich auf ihn zuging und auch wirklich nett zu ihm war. Als Lauren verschwand, wurde nicht nur die Polizei direkt aufmerksam gemacht, sondern auch die Medien. Und die sind dann am 30. Juni 2011 auch vor diesem Apartmentkomplex gewesen und haben Anwohner interviewt und befragt, unter anderem auch Stephen McDaniel. Der angab, er wäre bekannt mit Lauren gewesen, sie hätten zusammen studiert. Er hat sehr viel geredet in dem Interview, sehr viele Theorien dazu aufgestellt, was mit ihr passiert sein könnte, dass sie möglicherweise beim Joggen entführt worden sein könnte, denn er hätte sie schon ein paar Mal joggen sehen. Er war auch dabei, als ihre Freunde zu ihrer Wohnung kamen und nach ihr suchten. Also er ist da plötzlich dann auf einmal aufgetaucht und wollte helfen, hat davon dann der Reporterin auch erzählt und anscheinend hatte man ihn oder die anderen Anwohner dort noch nicht darüber informiert, dass man Teile von Laurens Leiche gefunden hatte. Er hat das erst in dem Interview von der Journalistin erfahren, die in einem Nebensatz quasi das Ganze erwähnt hat. Und sofort ändert sich sein ganzes Verhalten. Sein Gesicht scheint einzufrieren, er scheint allgemein einzufrieren.
nicht so richtig verarbeiten zu können, was sie sagt, und sagt dann auch, dass er eine kurze Pause braucht. Er hat sich dann 20 Minuten zur Seite gesetzt und dann danach das Interview aber fortgesetzt, angefangen zu weinen, darüber geredet, dass er ihr ja hätte helfen können, wenn er gewusst hätte, dass da etwas los war, wenn er etwas gehört oder mitbekommen hätte, und dass er sich nicht vorstellen könnte, wer Lauren so etwas angetan haben könnte. Also er hat sehr viel in diesem Interview geredet, sehr viele Theorien aufgestellt, darüber geredet, wann er sie das letzte Mal gesehen hat. Das ist wichtig für den späteren Teil in diesem Video, denn dieses Verhalten sollte sich recht schnell ändern. Die Ermittler hatten sich ja relativ früh daran gemacht, Anwohner zu befragen und dann irgendwann auch Wohnungen zu durchsuchen. Stephen McDaniel soll jedoch einer der letzten gewesen sein, wenn nicht sogar der letzte, der sich noch geweigert hatte, die Ermittler reinzulassen. Und erst als man ihm gesagt hatte, dass alle anderen zugestimmt hatten, ihre Wohnungen durchsuchen zu lassen, nur er nicht, und dass ihm das etwas seltsam vorkam, hat er sie dann in seine Wohnung gelassen. Bei einer ersten oberflächlichen Durchsuchung von Stevens Wohnung haben die Ermittler direkt ein seltsames Gefühl gehabt, unter anderem, weil Steven wohl sehr viel gehortet hat, Essen gehortet hat und auch Wasser gehortet hat. Auch darauf werde ich gleich genauer eingehen. Aber auch Waffen. Er hatte wohl unter anderem ein sehr langes Messer, ein Samurai-Schwert, ein Gewehr und zwei Pistolen. Und obwohl es da keine rechtliche Handhabe gab, weil er das Recht hatte, diese Waffen zu besitzen, fanden die Ermittler das doch schon sehr seltsam. Sie haben dann mit Leichenspürhunden diesen ganzen Apartmentkomplex abgesucht und die haben dann unter anderem Signale gegeben in Laurens Schlafzimmer, in ihrem Badezimmer, vor Stevens Wohnung, in Stevens Schlafzimmer, in einer leerstehenden Wohnung unter Laurens Wohnung und dann auch in dem Waschraum von diesem Apartmentkomplex, den sich alle Parteien teilten. Stevens Wohnung wurde dann noch einmal durchsucht und hierbei fand man einen Master Key, einen Schlüssel, den er anscheinend geklaut oder irgendwo kopiert hatte, der ihm Zugang verschaffte zu allen Wohnungen in seinem Apartmentkomplex, auch zu Laurens Wohnung. Als er befragt wurde dazu, warum er diesen Schlüssel hatte und was er damit machte, gab er zu, ihn gestohlen zu haben und ihn benutzt zu haben, um in zwei Wohnungen aus diesem Apartmentkomplex einzubrechen und aus jeder Wohnung jeweils ein Kondom zu klauen. Daraufhin haben die Ermittler ihn dann festgenommen für Einbruch und Diebstahl und haben ihn dann noch einmal intensiver befragt, weil sie nun natürlich einen offensichtlichen Verdächtigen hatten. Die Hunde hatten signalisiert, dass rund um Stevens Wohnung etwas Seltsames vor sich gegangen war. Er hatte all diese Waffen und er hatte den Schlüssel, das heißt, er hätte die Möglichkeit gehabt, sich Zugang zu Laurens Wohnung zu verschaffen, ohne dass es irgendwelche Einbruchsspuren gab. Direkt nach seiner Festnahme, schon auf dem Weg auf die Polizeistation, soll sich Stevens ganzes Gebaren komplett geändert haben. Er war vorher sehr kommunikativ gewesen, ja auch mit der Journalistin, und er hat wohl auch den Ermittlern gegenüber erst viel geredet, aber auf dieser Fahrt hat er dann immer mehr dicht gemacht und es folgte darauf eine Befragung, die relativ berühmt geworden ist für Stevens Verhalten und die Art und Weise, wie die Ermittler damit umgegangen sind. Beschrieben wird sein Verhalten in dieser Befragung als katatonisch. Er sitzt sehr, sehr starr und sehr gerade da. Es wirkt von außen unnatürlich, weil er sich sehr steif bewegt, sehr langsam bewegt, und er antwortet auf die meisten Fragen der Ermittler mit "Ich weiß es nicht". Er sagt immer wieder "Ich weiß es nicht", "Ich verstehe nicht, was los ist", "Ich verstehe nicht". Es gibt eine Unmenge an Videos auf YouTube, die diese Befragung quasi analysieren, das Verhalten der Ermittler analysieren und Stevens Verhalten analysieren. Es gibt Leute, die der Meinung sind, dass das nicht gespielt ist, wie er sich verhält, sondern dass er wirklich einfach in einer Schockstarre sich befindet, weil quasi gerade alles einbricht, dass er bedingt durch vorangegangene psychische Erkrankungen in dem Moment quasi wirklich ernsthaft sich in so einem Stadium befunden hat. Andere Leute glauben, dass er es einfach nur wirklich sehr, sehr gut gefaked hat. Die Ermittler scheinen teilweise auch ein bisschen irritiert davon zu sein, frustriert und irritiert. Also in manchen Videos wird es gelobt, wie toll die Ermittler damit umgegangen sind. In anderen wird darüber gesprochen, dass man sieht, dass sie von ihren normalen
Strategien abweichen, denn Ermittler in solchen Fällen werden ja darauf geschult, wie sie solche Befragungen durchführen. Es gibt bestimmte Strategien, die sie da durchführen, zum Beispiel eben Druck aufbauen, Augenkontakt halten sehr lange und der wird dann teilweise mit Steven gebrochen, weil er sich, ja, man kann es kaum anders sagen, so ein bisschen gruselig verhält. Weil der Ermittler zum Beispiel zu ihm sagt, guck mich an, wenn ich mit dir rede, und er in einer ganz seltsamen, langsamen Art und Weise seinen Kopf zu dem Ermittler dreht und ihn dann auch die ganze Zeit anstarrt und den Augenkontakt nicht bricht. Wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge Interpretationen zu und ich selbst bin da keine Expertin und kann deswegen da, glaube ich, zu der Diskussion nicht so viel beitragen. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch das vielleicht selber anzugucken. Die Befragung ist relativ lang, aber es ist schon interessant, sich das anzuschauen, meiner Meinung nach. Ich packe euch das Ganze wie immer unten in die Infobox und ich werde euch das auch nochmal, damit es für euch leichter zu finden ist, den Link ein bisschen weiter nach oben packen, nicht bei den allgemeinen Quellen, dass ihr da euch selber ein Bild machen könnt. Genauso natürlich auch mit dem Interview, das er mit der Journalistin gegeben hat, als er erfahren hat, dass man eine Leiche gefunden hat. Steven beharrt in dieser Befragung darauf, dass er Laura nichts angetan hat, dass er nicht weiß, wo sie ist, dass er sich auch nicht wirklich daran erinnern kann, wann er sie das letzte Mal gesehen hat. Viele von den Dingen, die er in dem Interview gesagt hat, sind auf einmal, ich weiß nicht, was los ist. Auch das kann natürlich einfach an seiner Psyche zu dem Zeitpunkt gelegen haben, aber die Ermittler reagieren da teilweise recht aggressiv und sagen ihm, ich glaube dir das nicht, du hast in diesem Interview super viel geredet und Laurens Mutter hat das Video gesehen und ist jetzt total zerrissen darüber, dass du so viele Informationen rausgibst über den Fall und jetzt mit uns überhaupt nicht drüber reden willst. Es gibt auch einen Punkt, deswegen ist es wirklich interessant, sich solche Befragungen selbst noch einmal anzuschauen, an dem die Ermittler einen Bluff versuchen. Also sie sagen ihm, dass sie Blut in seinem Badezimmer gefunden hätten. Sie fragen ihn, wann er das letzte Mal seine Wohnung sauber gemacht hätte, dass es da nach Putzmitteln gerochen hätte und dass sie unglaublich viele Blutspuren in seinem Badezimmer gefunden hätten, was nicht stimmt und was aus Gründen, die ich euch gleich genauer erläutern werde, auch gar nicht stimmen kann. Ich denke, sie haben da einfach hochgepokert und versucht, irgendwie zu ihm durchzubrechen oder ihn mit irgendwas zu schocken, um ihn eben aus dieser Situation rauszubringen, um ein bisschen mehr von ihm zu bekommen, als nur dieses starre, ich weiß es nicht. Am 1. Juli hat man dann auch direkt nochmal seine Wohnung durchsucht und hier einige beunruhigende Dinge gefunden, die die Ermittler noch mehr darin zu bestätigen schienen, dass er etwas mit Laurens Tod zu tun gehabt hatte. Man fand bei ihm die bereits erwähnten Waffen und den Schlüssel, außerdem ein Seil, 4 Baseballschläger, ein Bajonett, eine Kamera, ein Laptop, ein Handy, eine externe Festplatte, ein Tagebuch, 2 Schlüssel und einige grüne Schwämme. Man fand außerdem Frauenunterwäsche in seiner Wohnung, die dann auch auf DNA getestet wurde. Und an dieser Unterwäsche konnte man Laurens DNA finden. In der Befragung von Steven sagt einer der Ermittler, dass er die Unterwäsche irgendwie ausgeschnitten hätte, wie eine Maske. Ich habe dazu aber nichts weiter gefunden. Ich weiß nicht, ob sie das einfach genutzt haben, um ihn irgendwie zu provozieren oder ob das tatsächlich der Fall gewesen ist. Und auf seinen Festplatten fand man Kinderpornografie. Man hat außerdem in seiner Wohnung die Verpackung einer Handsäge gefunden. Die Handsäge selbst wurde dort jedoch nicht gefunden. Man fand sie später unten im Waschraum von diesem Apartmentkomplex. Sie passte eben auf die Beschreibung von der Verpackung und in diesem Waschraum fand man außerdem ein Laken, das getestet wurde. Hieran befand sich ebenfalls Blut von Lauren Giddings. Man hat sich dann auch Stevens Computer und auch seine Internetsuche genauer angeguckt und festgestellt, dass auch diese Suchen recht verstörend waren. Er hat unter anderem immer wieder Laurens Twitter-Account gegoogelt und den durchgeguckt, ständig aktualisiert. Er hat sehr oft ihren Namen gegoogelt, auch mit der Kombination zum Beispiel Lauren Giddings Nude, also hat versucht, irgendwelche Nacktbilder von ihr zu finden anscheinend. Er hat auch sehr viel Pornografie, Hardcore-Pornografie konsumiert, unter anderem Pornografie, in der Mord, Kannibalismus und Zerstückelung auch vorkommen. Er hat wohl auch immer wieder danach gegoogelt, wie man eine schlafende Frau belästigen kann, also einige Internetsuchen, die die Ermittler darauf hinzuweisen schienen, dass er sehr verstörende Gedanken hatte, wenn nicht sogar verstörende Intentionen gegenüber Lauren hatte. Denn teilweise sind diese Internetsuchen nach Bildern von ihr
wohl zeitgleich aufgetreten mit Suchen nach Hardcore-Pornografie, weswegen die Ermittler davon ausgehen, dass er sich ihre Bilder währenddessen angeguckt hat. Am 2. August 2011 wurde Stephen McDaniel für den Mord an Lauren Giddings festgenommen. Nicht nur, weil man diese seltsamen Internetsuchen gefunden hatte und weil er all diese Waffen hatte in seiner Wohnung, weil man all diese Blutspuren gefunden hatte und diese Hinweise darauf, dass er etwas damit zu tun haben könnte, sondern auch, weil man sich dann eine Speicherkarte angeguckt hat, die man dort in seiner Wohnung fand. Und auf dieser Speicherkarte befanden sich sehr verstörende Aufnahmen. Aufnahmen, die Stephen McDaniel erstellt hatte, dadurch, dass er eine Kamera an das Ende von einem Stock befestigt hatte und diesen dann hochgehalten hatte, um in Laurens Wohnung zu schauen. Er hat sie dadurch ständig beschattet und hat sie auch beschattet am Abend vom 25. Juni 2011 beziehungsweise am Morgen vom 26. Juni 2011. Stephen McDaniel wurde nicht nur für den Mord an Lauren Giddings angeklagt, sondern auch für den Besitz von Kinderpornografie, für den Einbruch und dergleichen. Bevor wir jetzt genauer auf Stephen McDaniels schlussendliches Geständnis und auf sein Strafmaß eingehen, werde ich euch kurz etwas über ihn selbst erzählen, denn ich habe jetzt einige Sachen angeschnitten, von denen ich gesagt habe, ich komme später drauf zurück, um nicht so viel hin und her zu springen. Stephen McDaniel wuchs in Lilburn in Atlanta auf. Er wurde am 9. September 1985 als Sohn von Mark und Glenda McDaniel geboren. Sein Vater war Maler, seine Mutter Hausfrau und wohl auch Grundschullehrerin. Er hatte 4 Adoptivgeschwister, mit denen er sich wohl sehr gut verstand, die dann später auch selber eigene Kinder hatten und ja, mit seinen Nichten und Neffen soll er auch recht gut klargekommen sein. Doch schon als er ein Kind war, fiel er seinen Eltern dadurch auf, dass er alles immer sehr sauber halten musste und sehr ordentlich haben musste. Und das hat sich dann auch durch sein Leben durchgezogen. Seine Familie hat ihn aus Spaß immer Mr. Clean genannt, weil er wirklich alles direkt aufräumen musste und alles direkt ordnen musste. Seine Mutter sollte später sagen, dass er ein tolles, liebevolles Kind gewesen ist, dass er auch beliebt war und auch Freunde hatte, aber Stephen hat wohl von sich selbst später auch gesagt in Blogposts und in Internetposts, dass er ein Außenseiter war, dass niemand wirklich etwas mit ihm zu tun haben wollte. Er war allgemein immer verhältnismäßig zurückgezogen und er soll auch sehr schnell obsessive Gedanken gehabt haben. Zum Beispiel den Gedanken daran, vor allem nach 9/11, dass es möglicherweise wieder einen Anschlag auf die USA geben könnte oder dass es allgemein eine Apokalypse geben konnte. In manchen Quellen heißt es, er hätte Angst vor einer Zombie-Apokalypse gehabt und hatte dann auch deswegen dafür gesorgt, dass er so viele Waffen hatte, damit er sich verteidigen konnte und deswegen auch angefangen, Essen und Wasser zu horten. Also er hatte unglaublich viele Wasserflaschen einfach unter seiner Spüle in seiner Wohnung, weil er der Meinung war, dass er vorbereitet sein musste für jede Eventualität. Er hat sich wohl auch sehr für Politik interessiert, war ein großer Fan von Lincoln und von Jefferson und soll sich selbst als ja, sehr konservativ empfunden haben oder das auch so kommuniziert haben, dass seine Einstellungen sehr konservativ sind. Er hat sich auch in der Schule immer sehr angestrengt, auch am College. Er hat immer gute Noten bekommen, aber er war, wie gesagt, nie beliebt. Er ist oft einfach außen vor gewesen, auch durch seine äußere Erscheinung, aber auch, weil er immer, wenn er mit Leuten über seine Gedanken oder seine Ängste geredet hat, zum Beispiel eben, was solche Apokalypsen angeht, diese sich schnell von ihm abgewandt haben. Allgemein hat er auf die Leute sehr seltsam gewirkt. Stephen war im Internet auch recht aktiv. Ich habe ja eben schon das so ein bisschen angeschnitten, dass er Posts gemacht hat im Internet darüber, dass er ein Außenseiter war. Er hat teilweise auch gewaltvolle Geschichten darüber erzählt, was er mit Leuten in der Schule gemacht hätte, die ihn gemobbt haben, obwohl es dafür keine Belege gibt, dass er das tatsächlich jemals gemacht hat, also dass er jemanden angegriffen hat mit einem Stift, obwohl sich das nie belegen ließ. Aber er hat auch darüber geschrieben, dass er sich sehr danach sehnt, eines Tages eine Partnerin zu haben und dass er quasi nie die Möglichkeit hat, so richtig mit Frauen zu connecten, weil die ihn als seltsam empfinden. Es soll auch einen Post gegeben haben. Ich habe das in einigen Quellen gelesen, aber den Post selbst nicht gefunden. Deswegen
sage ich euch das mit Vorbehalt, aber ich erzähle es euch trotzdem, weil es diese ganze Befragung, von der ich euch erzählt habe, rund um Steven, die so berühmt geworden ist, ein bisschen in ein anderes Licht stellt. Angeblich soll Steven 2010 unter dem Username Son of Liberty einen Post geschrieben haben, in dem er darüber redet, was er mit Demonstranten machen würde, religiösen Demonstranten, die 2010 demonstrierten bei der Beerdigung von einem Soldaten, wie er da vorgehen würde. Und er hat geschrieben, dass er sie alle umbringen würde und dann quasi beschrieben, wie er sich selbst als nicht zurechnungsfähig darstellen würde, dass er sich einfach in die Ecke setzen würde und sich nicht bewegen würde, nicht ansprechbar sein würde, bis man ihm dann ein Bild von einem Angehörigen oder einem Freund zeigt, dass er dann langsam mit dem Kopf schütteln würde, also recht explizit, schreibt dann auch am Ende, dass das natürlich alles rein theoretisch wäre, also schreibt, sofern das er war, darüber, wie er sich selbst als unzurechnungsfähig darstellen würde und dann quasi mit einer milderen Strafe davonkommen würde. Sollte dem so sein und er hat das wirklich so geschrieben, dann stellt das natürlich diese ganze Befragung in ein ganz anderes Licht. Denn wie gesagt, es wird sich noch darüber gestritten, ob das wirklich authentisch ist, was man da sieht, oder ob er das Ganze nur spielt. Ich finde es ein bisschen schwierig einzuschätzen, denn es soll auch einen Post gegeben haben, der Steven McDaniel angerechnet wurde, wo man gesagt hat, dass das irgendwie dafür sprechen würde, dass es ein Beweis wäre dafür, was er Lauren angetan hat. Er soll zum Beispiel auch einen Post geschrieben haben darüber, wie er eine junge Frau zu sich einlädt, sie unter Drogen setzt, er sie dann vergewaltigt und ihre Leiche dann verschwinden lässt auf eine recht brutale Art und Weise, unter anderem auch dadurch, dass er sie zerstückelt. Allerdings soll dieser Post widerlegt worden sein, also der soll quasi gepostet worden sein oder aufgetaucht sein, nachdem er schon festgenommen worden war. Das ist alles ein bisschen wirr, also die Anwälte sollen das auch noch versucht haben, irgendwie anzuführen in seinem Fall. Dieser Post wurde wohl aber widerlegt. Also es gibt einige Sachen im Internet darüber, was er angeblich gepostet hat, was er nicht gepostet hat, wie explizit er vielleicht sogar öffentlich so eine Tat geplant hat oder nicht geplant hat. Es ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was da jetzt wirklich Quellen sind, auf die man sich verlassen kann. Deswegen, ich sage euch, dass es das gibt, dass es diese Informationen gibt. Ich würde aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die 100% immer echt sind, also dass alles, was man sieht, was von ihm gepostet wurde, wirklich auch von ihm gepostet wurde oder was vielleicht im Nachhinein so konstruiert wurde, um den Fall, ich weiß nicht, noch gruseliger zu machen, ihm noch mehr anzukreiden. Ich weiß nicht, warum das nötig sein sollte in diesem Fall, der meiner Meinung nach schon schlimm genug ist, aber so habt ihr wenigstens die Informationen und könnt euch da selbst so ein bisschen ein Bild draus machen. Steven McDaniel wurde am 2. August 2011 für den Mord an Lauren angeklagt. Am 3. August hat er sich nicht schuldig bekannt. Eigentlich hätte es dann ein Gerichtsverfahren geben müssen, eben um seine Schuld auch einer Jury zu beweisen. Doch Steven McDaniel hat sich dann umentschieden. Er war nämlich auch schon am 23. August 2011 angeklagt worden in 7 Punkten von sexueller Ausbeutung von Kindern und hat sich auch hier nicht schuldig bekannt. Auch hierfür hat es nochmal ein extra Verfahren gegeben. Die Staatsanwaltschaft hat wohl relativ früh gesagt, dass sie nicht die Todesstrafe anstreben würden. Und McDaniel ist dann kurz vor seinem Gerichtsverfahren im April 2014 einen Deal eingegangen, hat sich schuldig bekannt für den Mord an Lauren Giddings und dafür wurden die Anklagepunkte rund um sexuelle Ausbeutung von Kindern fallen gelassen. Er hat dann ein vollständiges Geständnis abgelegt dazu, was mit Lauren passiert ist. Ich werde euch jetzt erzählen, was Steven in seinem Geständnis erzählt hat. Ich möchte euch auch hier nochmal darauf hinweisen, dass dieser Mord und vor allem das Wegschaffen der Leiche sehr brutal ist. Und wenn ihr das nicht hören könnt, dann könnt ihr das Ganze, wie gesagt, jetzt überspringen. Am Sonntag, den 26. Juni 2011, gegen 4:30 am Morgen, hatte er versucht, sich Zugang zu Laurens Wohnung zu verschaffen mit diesem Generalschlüssel, den er geklaut hatte. Er hatte Handschuhe an und eine Maske auf. Er konnte sich zunächst keinen Zugang zur Wohnung verschaffen, denn Lauren hatte den Doorjammer vor die Tür gepackt. Er ist dann rausgegangen mit dieser Kamera an dem Stab befestigt und hat es geschafft, durch die halb offenen Rollläden
zu sehen, was vor der Tür ist, was die Tür blockiert, dass er nicht reinkommt, ist dann zurück in seine Wohnung gegangen und hat gegoogelt, wie er die Tür aufkriegt, obwohl ein Doorjammer davor ist, und hat es dann wohl auch relativ schnell rausgefunden und sich dann Zugang zur Wohnung verschafft. Er hat sich dann neben das Bett gestellt, in dem Lauren schlief, und hat sie eine ganze Zeit lang beobachtet. Er hat dann jedoch einen Schritt nach vorne gemacht und die Diele unter seinem Fuß hat geknarzt, was Lauren aufgeweckt hat. Sie hat ihn direkt gesehen und ihn angeschrien, er solle die Wohnung verlassen. Daraufhin ist er auf sie draufgesprungen und hat angefangen, sie zu würgen. Lauren hat sich wohl noch gewehrt und die beiden sind in diesem Kampf vom Bett gefallen. Beim Fallen vom Bett sind Laurens Beine unter das Bett geraten, das heißt, sie hatte nun nicht mehr die Möglichkeit, ihn zu treten, um ihn irgendwie runterzubekommen. Und er hat sie weiter gewürgt. In diesem Kampf ist seine Maske wohl auch runtergerutscht, sie hat sein Gesicht gesehen und soll noch gesagt haben, Steven, bitte hör auf, also hat seinen Namen genannt. Er hat nicht aufgehört und Lauren schlussendlich erwürgt. Er soll ausgesagt haben, dass das Ganze um die 15 Minuten gedauert hat. Er hat Laurens Leiche dann zunächst in ihr Badezimmer gebracht und sie dort in die Badewanne gelegt, ist dann zurück in seine Wohnung gegangen. Er ist dann bis Mitternacht in seiner Wohnung geblieben, ist mit einer Säge wiedergekommen und hat die junge Frau zerstückelt. Er soll das Ganze auch seinen Anwälten nochmal detaillierter erzählt haben, die das dann in einer späteren Anhörung auch nochmal angeführt haben. Ich werde das hier einmal kurz einfügen. Es wird später nochmal kurz relevant, aber dann muss ich euch diese Details dort nicht noch einmal erzählen, weil sie wirklich sehr extrem sind. Aber ich möchte euch wirklich rüberbringen, wie grausam diese Tat war und wie detailliert Steven auch darüber gesprochen hat. Er hat seinem Anwalt erzählt, dass er jeden einzelnen Finger, jedes Gelenk von Lauren abgesägt hat und in die Toilette geworfen hat und gespült hat mehrfach. Er hat dann jedes einzelne Körperteil von ihr in Plastiktüten gepackt und diese Plastiktüten dann auf Müllcontainer in der kompletten Stadt aufgeteilt, also überall quasi ein Teil reingeworfen, und hatte dadurch dann eben die Strategie, dass wenn der Müll abgeholt wurde und das alles weggebracht wurde, dass es dann unmöglich sein würde, ihre komplette Leiche irgendwie zu finden. Also selbst wenn man einen Teil gefunden hätte und den Teil, den man dann gefunden hat, hat man ja auch nur durch Zufall gefunden. Das ja, war quasi seine Strategie. Er hat das wohl schon sehr genau durchdacht, wie er sie loswerden konnte. Steven McDaniel wurde zu lebenslanger Haft im Gefängnis verurteilt. Antrag auf Bewährung kann er frühestens 2041 stellen, dann wäre er 55 Jahre alt. Steven McDaniel hat 2008 nochmal selbst Einspruch eingereicht gegen dieses Urteil mit der Argumentation, dass die Ermittler gar nicht seine Wohnung hätten durchsuchen dürfen, weil er gar nicht in der psychischen Verfassung gewesen wäre, ihnen die Erlaubnis zu geben, seine Wohnung zu durchsuchen. Er hat hierfür seinen Anwalt entlassen und hat sich selbst vertreten. Einige Leute, die dort vor Ort waren, sollen später gesagt haben, dass sie das Gefühl hatten, er wollte einfach nur einen Tag Anwalt spielen. Es wäre wirklich total an den Haaren herbeigezogen gewesen und man hätte richtig gemerkt, dass er eigentlich nicht wirklich eine Ahnung hat, dass er sich einfach nur irgendwie aufspielen wollte. Aber dadurch, dass er seinen Anwalt entlassen hat, wurde dieses Anwalt-Klienten-Verhältnis aufgelöst und deswegen konnte sein Anwalt dann auch gegen ihn aussagen und dann eben die Details, die ich euch gerade genannt habe, rund um das Entsorgen von Laurens Leiche noch einmal anführen und darüber sprechen, wie detailliert und genau und intensiv Steven darüber gesprochen hatte. Sein Antrag wurde schließlich abgelehnt. Laurens Familie hat ein Stipendium, das Lauren Talisa Giddings Scholarship, eingeführt, das Studenten finanziell unterstützen soll, die sehr gute Noten haben, aber vielleicht von zu Hause quasi die Unterstützung nicht mitbringen können, die finanzielle Unterstützung. Vor allem ist dieses Stipendium wohl für Leute, die quasi die Ersten in ihrer Familie sind, die an die Uni gehen, weil Lauren auch die Erste war in ihrer Familie, die an die Uni gegangen ist, und sie glauben, dass es sehr in ihrem Interesse wäre, da jemand anderen zu unterstützen, weil sie ein Mensch war, der sehr gerne gegeben hat. Das Stipendium wird jedes Jahr vom Agnes Scott College unterstützt. Jedes Jahr veranstalten sie ein Softball-Turnier in Gedenken an Lauren und den Lauren Giddings Memorial Walk, und alle Einnahmen von diesen Veranstaltungen gehen auch direkt in dieses Stipendium rein, quasi, das dann wieder an die Studenten rausgegeben wird. Der Verlust von Lauren und die Art und Weise, wie sie ihn genommen wurde, ist für ihre Familie natürlich
nicht zu verarbeiten. Wie soll man jemals mit so einer furchtbaren Tat Frieden schließen oder abschließen können? Aber sie haben gesagt, dass sie versuchen, sich mehr darauf zu konzentrieren, wer Lauren war und für was sie stand in ihrem Leben, als darauf, wie sie am Ende ihr Leben verloren hat. Sie sagen, dass Lauren in ihren 27 Jahren, die sie auf dieser Erde war, so viel gelebt hat, wie manche in 100 Jahren nicht leben, weil sie sehr aktiv war, viel im Austausch war mit Leuten und wirklich einfach, ja, Lust hatte, das meiste aus ihrem Leben rauszuholen. Ihre Kommilitonen sagen, sie war quasi der Kleber, der alle zusammengehalten hat. Sie war diejenige, die immer dafür gesorgt hat, dass niemand außen vor war und alle zusammen sind. Und sie werden ihre liebevolle, warmherzige Art niemals vergessen. Und es ist umso tragischer, dass es diese Art war, dieses auf Leute zugehen, dass sie am Ende dann den Kontakt mit Stephen McDaniel eingebracht hat, vor dem sie so oft gewarnt wurde. Aber es war ihre Überzeugung, und ich finde, das ist eine wundervolle Überzeugung, dass man auf Leute zugehen sollte und dass man niemanden ausschließen sollte aufgrund von ersten Eindrücken. Und so furchtbar dieser Fall auch ist und so tragisch er ist, ich hoffe dennoch, auch wenn das jetzt so eine furchtbare Wendung genommen hat, dass das jetzt niemanden darin unterstützt, andere Menschen auszuschließen, weil sie einem vielleicht anders vorkommen als man selbst. Stephen McDaniel ist da wirklich die Ausnahme und nicht die Regel. Es tut mir unglaublich leid, dass Lauren in ihrem Leben nicht all das erreichen konnte, was sie sich vorgenommen hatte, dass ihre Familie einen so wichtigen Teil verloren hat. Ich hoffe wirklich von Herzen, dass sie Lauren im Guten in Erinnerung behalten können und dass sie diese furchtbaren Umstände ein bisschen in den Hintergrund schieben können, jetzt, wo Stephen McDaniel verurteilt wurde. Wie gesagt, einen Antrag auf Bewährung kann er noch lange nicht stellen. Wenn es dann soweit ist, darf man gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt. Das war der Fall von Lauren Giddings. Ein unglaublich trauriger Fall. Es würde mich sehr interessieren, wie ihr zu dem Ganzen steht, wie ihr zur Strafe von Stephen McDaniel steht. Vielleicht habt ihr ja selbst auch von dem Fall schon mal gehört und habt selbst eine Meinung dazu, auch zum Beispiel zu dieser Befragung, ob das Ganze wirklich echt war oder nicht. Es würde mich sehr interessieren, unten in den Kommentaren da eure Meinung zu lesen. Bitte bleibt wie immer respektvoll, auch im Umgang miteinander. Wenn das Video für euch interessant war, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Jetzt ganz zum Schluss wieder ein langes Outro. Aber wie im letzten Video angesprochen, will ich euch einmal ganz kurz das neue Angebot von Podimo vorstellen. Ich habe bei Podimo seit Februar 2021 einen Podcast mit dem Namen Unvergessen. Hier stelle ich euch Vermisstenfälle und ungeklärte Mordfälle vor, also wirklich ausschließlich ungeklärte Fälle. Jetzt am 8. Juli ist die 5. Staffel gelauncht und zu dem Launch gibt es ein neues Angebot für euch. Und zwar könnt ihr mit dem Link, den ich euch unten hinpacke oder den ich euch vielleicht auch hier noch einmal einblenden werde, in den ersten 3 Monaten momentan als Neukunde Podimo testen für nur 99 Cent im Monat. Damit würdet ihr in 3 Monaten weniger Geld für das Podimo-Abo zahlen als normalerweise in einem Monat, denn normalerweise kostet Podimo im Monat 4,99 Euro. Mit diesem Angebot, wie gesagt, nur 99 Cent. Ihr könnt das Ganze nach den 3 Monaten ganz regulär kündigen, also ihr braucht keine Angst haben, dass ihr dann irgendeine Abo-Falle reingeratet oder so. Aber so könntet ihr quasi meinen Podcast testen, aber nicht nur meinen, sondern zum Beispiel auch Dunkelkammer von Insolito. Ganz viele tolle True-Crime-Podcasts gibt es dort zu hören, aber auch viele Hörbücher. Also wenn ihr das Ganze ohnehin schon mal ausprobieren wolltet oder allgemein interessiert seid, auch noch den anderen Content von mir zu hören, dann könnt ihr das dort tun. Während der Staffel gibt es jede Woche am Freitag eine neue Folge. Jede Staffel hat 12 Folgen, das heißt, ihr werdet jetzt ganz viel neuen Content dort bekommen, aber ihr könnt auch die ganzen vorangegangenen Staffeln dort hören. Insgesamt also schon 48 Folgen, 48 ungeklärte Mord- und Vermisstenfälle, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinhört. Der Podcast ist für mich wirklich ein absolutes Herzensprojekt. Ich habe mich sehr gefreut, den letztes Jahr launchen zu können und jetzt immer noch dabei zu sein und immer noch so tolles Feedback von euch zu bekommen, ist wirklich ein absoluter Segen. Ich bin euch sehr dankbar für eure Unterstützung, sowohl auf Podimo als auch hier auf YouTube oder auf Twitch oder wo ihr mir sonst folgt und mir eure lieben Nachrichten schickt. Da wollte ich mich allgemein noch einmal sehr für bedanken, denn ihr seid es, die mir das alles so ermöglicht. Ich hoffe, das hat jetzt noch irgendjemand gehört. Es ist wieder ein langes Outro. Es tut mir leid. Ich hoffe, das Video war für euch interessant. Wenn dem so ist, wie gesagt, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr sehr gerne diesen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.